geht, schnell schlafen, ja? Gute Nacht. Nacht. Ich hab dich so gesucht überall. Ich muss hier etwas reparieren, der Turm ist abgegangen. Stoß bitte nicht an den Leimtopf. Wie hat dir denn unser Singen gefallen? Singen? Ja, singen. Deine Frau und deine Kinder haben doch heute gesungen. Ach, das? Ich glaube, das war recht hübsch. Ach, das fanden die anderen auch. Wir haben nämlich den ersten Preis bekommen. Und eine Menge Angebote. Angebote? Maria, ich muss dir jetzt einmal etwas sagen. Meine Familie wird sich nicht in der Vergnügungsindustrie betätigen. Das Geschlecht der Trapps hat einen ehrenvollen Platz in der Geschichte. Und ich wünsche nicht... Ach, das Geschlecht der Trapps. Walter von der Vogelweide war auch adelig und hat auch vor den Leuten gesungen. Die Familie ist ja auch ausgestorben. Also gut, dann werde ich eben absagen. Ein Angebot hatte ich nämlich angenommen. Absagen. Ach, Georg, sag bitte, kann man den Bundeskanzler jetzt noch anrufen, telefonisch? Den Bundeskanzler? Ja, ja, bei dem sollten wir nämlich singen auf einem großen Empfang. Die Regierung ist da und das diplomatische Korps und die Generalität, na, einfach alles. Der Bundeskanzler hat nämlich gesagt, wir wären ein Stück vom besten Österreich. Du, Achtung, dein Leimtopf kocht ja über, Georg. Ja, dann sage ich am besten schriftlich ab. Gute Nacht. Ja, einen Moment. Der Bundeskanzler? Ja. Ja, das ist ja dann eigentlich etwas anderes. Das ist ja gewissermaßen ein höherer Auftrag, eine Art Befehl. Oh nein, nein, da kann ich dich beruhigen. Das war kein Befehl, das war lediglich eine höfliche Anfrage oder, wenn du willst, eine Bitte. Ja, entschuldige, dass ich dich aufkläre. Ein Bundeskanzler bittet zwar, aber er bittet nicht vergeblich. Ja, da müssen wir selbstverständlich hin. Naja, also wenn wir dahin müssen, dann... Selbstverständlich. Und außerdem musst du dir dazu ein neues Abendkleid machen lassen. Du denkst einfach an alles. Sam, ich bringe ein Abendkleid. Bitte schön, ich soll hier ein Abendkleid abgeben. Entschuldigung, ich soll ein Abendkleid bringen. Ein Abendkleid, bitte. Ein unbeschreiblicher Jubel erfüllt das ganze Land. Da hören Sie den Sturm der Begeisterung, der auch hier die deutschen Soldaten empfängt. An diesem Tag, der endlich Österreich mit Deutschland vereint. Österreich hat aufgehört zu existieren. Es ist heute zur Ostmark des Großdeutschen Reiches geworden. Achtung, wir schalten um nach Wien. Soeben ist der Führer im Bundeskanzleramt eingetroffen. Hier, in dem historischen Raum, unter dem Bild der Kaiserin Maria Theresia. Nun, Franz, ist das Haus leer? Jawohl, Herr Kapitän. Herr Kapitän, jetzt müssen wir doch auch die Fahne aufziehen. Was für eine Fahne? Na, die Hakenkreuzfahne. Nie, Franz. Nie. Außerdem haben wir gar keine und wir werden auch nie eine haben. Herr Kapitän, ich habe schon eine besorgt. Sind Sie verrückt? Herr Kapitän, es tut mir leid, aber jetzt muss ich es Ihnen endlich sagen. Ich bin seit 3 Jahren illegales Parteimitglied. Herr Littler, na, wie haben wir es denn? Warum ist denn noch keine Fahne auf dem Dach? Verlassen Sie sofort mein Haus! Na sowas. Was ist denn das für ein Ton? Ich bin amtlich hier, verstehen Sie? Eine Fahne kommt aufs Dach. Ja, ja. Ich werde doch wegen Ihnen keine Schwierigkeiten machen. Ich sage Ihnen... Hier wird sich überhaupt Verschiedenes ändern müssen, Herr Baron. Wir wissen alles.
Sie haben doch den Herrn Gruber finanziert. Und der hat mit Ihrem Geld unsere Gegner finanziert. Ja, und die Frau Baronin? Immer mit einem geistlichen Herrn am Ruckzipfel? Georg! Schon recht. Das werden wir schon kriegen. Und jetzt hinaus. Das werden wir ja noch sehen, wer hier raus muss. Das war sehr unklug, Herr Kapitän. Im eigenen Haus. Georg, wir müssen fort. Warum? Sie werden dich verhaften. Natürlich, aber das ist doch gut. Kapitän Trapp, Träger des Maria-Theresien-Ordens, verhaftet. Das wird den Leuten die Augen öffnen. Ich will keinen Märtyrer in einer Zelle. Ich will dich behalten. Ich liebe dich doch, Georg. Weißt du einen Ausweg? Es ist beinahe schrecklich, aber ich weiß einen, Georg. Nun? Amerika. Ich habe noch die Adresse vom Agenten. Wir werden singen. Ach, Amerika. Ja, es wird schwer werden, Georg. Wir werden allen Mut zusammennehmen müssen, aber wir sind doch beieinander. Aber Maria... Bitte glaub mir, Georg. Schwester Raffaela hat's mir mit auf den Weg gegeben. Wenn Gott uns eine Tür zuschlägt, dann öffnet er uns ein Fenster. Wir machen einen Ausflug, Franz. Wir wollen einen Tag in die Berge. Mit dem Baby? Mit dem Baby. Jawohl, Herr Kapitän. Franz, trotz allem, ich möchte mit Freude an unsere Zeit hier zurückdenken. Und auch an Sie. Tun Sie es doch auch. Geh so lange in die Bibliothek. Komm. Ich bitte, Herr Baron, Sie müssen auch hineingehen. Nein, Franz. Nein. Sie müssen hineingehen, Herr Kapitän. Georg, bitte komm doch. So, da wären wir. Den Baron Trapp, bitte. Aber Trapp, bitte. Der Herr Kapitän ist mit seiner Familie auf einem Ausflug. Sie kommen erst morgen Abend zurück. Menschenskind, wollen Sie uns vielleicht... Du schau her. Du bist der Parteigenosse. Der kann ja gar nichts geschehen. Ist ja bestens. Wann kommen wir denn da am besten? Morgen? Auf die Nacht? Morgen. Morgen auf Nacht, Kamerad. Herr Hitler, Kamerad. Los, gehen wir.